Simon Kaldewey, bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich sehr, mit euch in das geniale Kapitel vom Römer 12 einzusteigen. Wir sind schon 3 Sonntage dran und das ist einfach ein unglaublicher Schatz. Das eine, also alle anderen auch, aber das irgendwie doch ganz besonders. Und wir können uns heute auf die Verse 9 und 10 konzentrieren von diesem Kapitel. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Der Paulus, der das geschrieben hat, bringt zum ersten Mal in dem Kapitel vom Römer 12 die Liebe ins Spiel, die Agape. So fängt der Text an, die Liebe. Sie wird am Abschnitt vorangesetzt. Wenn wir das ganz wörtlich anschauen, wie es übersetzt ist, hat es eigentlich gar kein Verb bei der Liebe, sondern es heisst einfach die Liebe ungeheuchelt. Und dann kommen zwei, jetzt Deutschlehrer können aufpassen, zwei Partizipien. Nämlich die Liebe ungeheuchelt, verabscheuend das Böse und festhaltend das Gute. Das heißt, wenn man sie so übersetzt mit zwei separaten Sätzen, ist es nicht so ganz optimal. Und ich möchte euch so nach meinem Verständnis die optimalste Übersetzung anbieten von diesem Text. Wenn nämlich kein Verb steht, dann muss man das Verb sein brauchen in der richtigen, passenden Form. Und ich möchte es so übersetzen. Die Liebe wird echt, indem ihr das Böse verabscheut und das Gute festhaltet. Die Liebe wird, wenn man das macht. Und es wird so schön sichtbar in ihm, indem dass die Liebe nicht machbar ist. Die Liebe wird indirekt, sie passiert, wenn wir das Böse verabscheuen und das Gute festhalten. Und das ist schon so auf den ersten Blick ist das offensichtlich, schon logisch, oder? Wenn wir das Gute machen und das Böse nicht machen, dann das gibt eine liebevolle Situation. Das ist noch nicht allzu spektakulär. Unsere Herausforderung, die liegt auf einer ganz anderen Ebene, nämlich in der Frage, wie wir denn das Gute und das Böse unterscheiden voneinander. Und das ist die Herausforderung von unserer Zeit. Wir sind in einer Welt von Superindividualisten, wo es nicht mehr klar ist, was gut ist und was schlecht ist und wo jeder das für sich selber interpretiert, jeder für sich selbst bestimmt, das ist gut für mich und das ist schlecht für mich. Und alle Konflikte, die wir haben in der Welt, die kommen ja eigentlich aus diesen unterschiedlichen Interpretationen. Dass zwei Menschen finden, das ist gut für mich, aber die beiden guten Sachen stehen sich zu 100% sind im Gegensatz miteinander. Die Interpretation, das ist die Wurzel vor allem Konflikt. Das Spielzeugauto. Einer von meinen Söhnen, ich weiß jetzt nicht welcher, findet das super, dass ihm das Auto gehört. Das ist gut so. Der andere Sohn findet das oft nicht gut, dass das einem anderen Sohn gehört. Wie lernen wir zu unterscheiden, was jetzt gut ist und was nicht? Und das ist das Geheimnis und das ist die Schönheit von dem Kapitel vom Römer 12. Das ist die Antwort, die der Paulus mit diesem Kapitel möchte geben. Es sind alle folgenden Themen, die jetzt in diesem Kapitel einfließen, wo uns die Antwort darauf geben. Das ist gut und das ist gut und das ist gut und das ist gut. Das Kapitel, das dient genau dieser Unterscheidung. Wenn wir diese Sachen tun, dann tun wir das, was gut ist. Und dann passiert Liebe. Dann passiert Agape. Und das Leben führt zur Liebe, wenn es von diesen Handlungen, die wir in diesem
appelllastigen Kapitel aufgeführt finden. Nochmal zu dem Auto. Es ist ja nicht gut oder schlecht, das Spielzeug zu haben oder wir Erwachsene ein grosses Auto zu haben oder ein grosses Spielzeug. Das ist an sich nicht gut. Das ist aber an sich auch nicht schlecht. Das ist einfach mal, dass es das Auto gibt. Aber es ist die grosse Lüge von unserer Zeit, dass mein Sohn vielleicht das Gefühl hat, dass sein Leben gut wird, wenn er das Auto besitzt, wenn er das hat. Dass unser Leben gut wird, wenn wir gute Sachen haben. Und wir werden ermahnt in diesem Kapitel, dass unser Leben gut wird, wenn wir die guten Sachen tun. Und wenn er seine Sehnsucht nach dem begehrenswerten Objekt, ist für euch vielleicht nicht alle nachvollziehbar, aber jeder von euch hat wahrscheinlich das eine oder andere Objekt vor Augen, wenn ich so rede. Und das Leben wird nicht gut und erfüllt, wenn wir das Gute, nach unserer Meinung Gute, haben. Und das Leben wird gut, wenn wir das, was wir uns ersehnen, mit guten Mitteln suchen zu bekommen. Und was die guten Mittel sind, das sagt uns Römer 12 sehr deutlich und kompromisslos. Und wenn wir mit diesen Mitteln arbeiten, merken wir übrigens mit der Zeit auch, dass das Haar von diesen Sachen gar nicht so relevant ist für unsere Lebenserfüllung und unser Glück, wie wir das bis dahin gemeint haben. Das ist gutes Leben. Oder jetzt muss ich nochmal mit der Alice Passer raufkommen, die vorher den Wettbewerb gewonnen hat. Sie hat mir das als Feedback geschrieben auf den Titel der Predigt. Gutes Leben ist, wenn wir Gutes leben. Gutes Leben ist, wenn wir Gutes leben. Weil dann passiert Liebe. In unserem Leitbild, das gemeint, haben wir das wunderschöne Bild von dieser Traube als Zentrum genommen. Und die Traube, die symbolisiert unseren Gemeindekodex. Und mit dem Gemeindekodex versuchen wir irgendwie, einen Charakter zu beschreiben, der dem entspricht, wer Jesus ist und wie Jesus handelt, wie er mit uns Menschen umgeht. Und wir haben das mit ihrer Rabe dargestellt, der Charakterkodex. Weil in dem Wiener ganz viel zum Ausdruck kommt, was gemeint und was Glaube zum Ausdruck bringt. In der Rabe wird sichtbar, dass eine Rabe nur fruchtig und schön wird, wenn sie mit Gott verbunden ist. Eine Frucht braucht eine Quelle, eine Wurzel, die sie speist mit all dieser Nahrung und mit all dieser Kraft, die sie braucht, um diese Schönheit zu finden. Das Evangelium und das, was Jesus für uns gemacht hat, dass er uns in Verbindung zu ihm genommen hat, das ist die Verbindung. Und ohne das passiert gar nichts. Und aus dieser Verbindung heraus rieft dann unser Charakter, rieft der Geschmack von unserem Leben, entsteht die Schönheit, die wir hier vor Augen haben. Entsteht ein Mensch, der irgendwie ein Stück weit nach Jesus schmeckt. Und dann geht es aber darum, dass der Geschmack, das gute Leben nicht nur für uns soll sein, sondern dass das soll konsumiert werden. Dass die Trauben zu einem guten Wein sollen verarbeitet werden. Das heisst, das, was Jesus an uns macht, an veränderndem und erlösendem Handeln, dass er sich auswirkt auf unsere Beziehungen, soll Wertschätzung und Barmherzigkeit ermöglichen. Und das wird, indem wir unser Leben nehmen und uns in jeder Begegnung mit jedem Mensch dafür entscheiden, was pflücken wir ab, was für eine Handlung und was für eine Haltung hinter dieser Handlung soll jetzt unseren Charakter bestimmen. Pflücken wir eine von diesen schönen, riffenvollen Trauben ab
Oder nehmen wir eine von den verschrumpelten, vertrockneten, die unser Leben, wenn wir ehrlich sind, aufhören bringt. Wir haben in jeder Situation die Wahl, etwas Hässliches zu tun und nicht so zu handeln, wie wir hier sehen. Und Liebe wird, wenn wir die Entscheidungen treffen, dass unser Handeln von denen Früchten praktisch, die Jesus ausmacht und Jesus in unserem Leben hat reifen lassen. Das ist gutes Leben. Liebe, das ist kein Gefühl. Die Liebe wird Realität, wenn wir die Früchte schmecken voneinander und aneinander. Und ich gebe euch jetzt gerade Gelegenheit dazu. Die Trauben, die gehen durch die Reihe. Dann könnt ihr während der Predigt euch etwas abpicken für die, die wohl sind, Trauben zu teilen miteinander. Die anderen können es einfach durch die Reihe gehen lassen. Und lasst so den Geschmack von denen, von dem Römer 12 einfach mal so ganz praktisch auf euch wirken. Nur mal ruhig, es kommt schon. Könnt ihr das so? Einen guten. So wird Liebe, wenn wir das Gute festhalten. Und jetzt im Vers 10 geht es steil los. Jetzt kommt nämlich der erste Teil von dieser Aufzählung von all dem, was wir machen sollen. All das, was eben gut ist, nach biblischem Sinn. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Das Erste. Und das Zweite. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Agape, die Liebe wird also, wenn wir zwei Sachen machen, indem wir einander Achtung erweisen und indem wir einander mit Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe begegnen. Also die zwei Sachen gehören zu den guten Handlungen, die gut sind und durch das die Liebe Realität werden lassen. Agape wird erstens, indem wir einander Achtung erweisen. Achtung, das ist Timea, das ist Ehren, Ehrerbietung zeigen. Achtung erweisen. Wörtlich heißt der Text, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Das heißt, der andere mehr zu ehren. Nicht darauf zu warten, dass der andere zuerst freundlich ist oder einem ehrt, sondern selber vorangehen. Also im übertragenen Sinn, einem anderen Türen zu öffnen. Du zuerst, nach dir bitte. Den Weg anführen, im Vergeben, im Helfen, im Dienen. Den ersten Schritt zu machen, Vorbilder voranzugehen und sagen, ich vor dem anderen. Ich melde mich zuerst, damit der andere nicht zuerst muss. Sich freiwillig melden. Das ist so ein Klassiker. Wer ist bereit zum Helfen? Einem anderen vorangehen heisst schneller sein wie der andere, wenn die Frage gestellt wird. Wir lesen gerade unseren Kindern ein wunderschönes Kinderbuch vor, das kennen viele noch von der eigenen Geschichte, die rote Zora und ihre Bande. Und wir tauchen jetzt in die Welt ein von dieser roten Zora. Und jetzt sind wir gerade diese Woche bei einem Kapitel vorbeigekommen, wo Zora und der Branko, ihre Freund, Hühner gestohlen haben und die Hühner zurückbringen wollen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und verwünscht werden von dem, wo die Hühner gehört. Und da checkt das natürlich nicht. Und denen wird der Branko geschnappt von dem alten, stämmigen Fischer, der bestohlen worden ist und wird eingeklemmt zwischen seinen Beinen, also wisst ihr, der Kopf da reingesteckt und mit der Rute wird von hinten richtig
das Hinterteil versohlt. Und der Branko bekommt eine richtige, deftige Portion Prügel ab. Also ich sage das nicht als pädagogische mögliches und noch aktuelles Mittel. Aber der Branko bekommt die Prügel. Und dann nach diesen Prügel kommt der Fischer und sagt, und jetzt ist die andere dran. Logisch, oder? Sie haben es beide verdient. Und dann sagt der Branko mit seinem schmerzenden, glühenden Hinterteil, Gorian, das geht nicht. Du kannst kein Mädchen prügeln. Mach bei mir lieber weiter. Aber das kannst du nicht machen. Nicht das Mädchen. Er ist bereit, selber lieber noch mal anzuheben, wie zuzulassen, dass seine Freundin, die er mit so viel Ehr begegnet, muss anheben. Wir ehren, so jemand ehren, das ist gut. Das sagt der Paulus, das ist gut und das schafft Liebe. Ich möchte euch jetzt kurz einfach eine Praxisfrage mitgeben. Was heisst das für uns? Wir sind hier zusammen im Raum mit einigen Leuten. Was heisst das, einander so zu ehren in dieser Gemeinschaft als Gottesdienst? Wie können wir vor dem Gottesdienst, während dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst so miteinander umgehen, dass unsere Gemeinschaft von dieser Art Achtung praktisch? Stecke zu zweit Köpfe zusammen, einfach mal überlegen, was fällt euch ein. Und für alle die, die nicht gerne mit jemandem reden, die wollen wir ehren, indem sie einfach zuhören und dabei sein dürfen, ohne sich auf eine Diskussionsebene einzulassen. Das ist mal so ein erstes Beispiel gerade. Also, ein, zwei Minuten einfach kurz überlegen, wie ehren wir einander? Wie machen wir das jetzt tatsächlich? Okay. Ein paar Beispiele. Wem ist etwas Spannendes in den Sinn gekommen? Einfach kurz reinrufen. Wie kann die Ehre aussehen im Umgang miteinander? Ganz konkret. Was hat der Gedanke? Einander Aufmerksamkeit schenken. Danke vielmals. Aufmerksamkeit schenken, nicht einfach ignorieren und für sich sein. Sind wir aufmerksam denen gegenüber, die niemand sieht, die vielleicht allein sind. Danke, Bernhard. Andere? Ein wunderschönes Wortspiel, genau, im Beachten steckt die Achtung. Und wenn wir einander beachten, bringen wir einander Achtung entgegen. Aktiv zuhören. Das wirklich wissen, was der andere erzählt und teilt. Sich interessieren für das und keine einfach pro forma Fragen stellen. Ich habe Lieder singen verstanden, erkennen, was der andere kann brauchen. Danke viel. Einander Lieder singen, das heisst einander ermutigen, einander gut zusprechen. Vielen Dank. Einander achten, indem man sich auch helfen lässt. Hilfe zulassen. Danke vielmals. Anderen gegenüber nicht müssen Recht haben. Andere im Recht stehen zu lassen oder einen Konflikt auch können stehen zu lassen, wenn man andere Meinung ist. Das braucht es bei uns allerdings nicht. Wir haben eigentlich keine Meinungsgültigkeit. Aber in anderen Gemeinschaften kann das hilfreich sein. Das sehe ich auch. Einander achten. Und das sind einfache Sachen, die wir sagen. Aber wenn unsere Gemeinschaft von diesen 5, 6 Punkten, die wir jetzt gehört haben, praktisch, und wenn wir uns entscheiden, in Zusammensein, in einer Begegnung, die Trauben zu pflücken und zu geben, dann wird sich etwas verändern, was Gemeinde und Gemeinschaft ist. So einfach und so kompliziert ist es doch.
Und der zweite Gedanke, der zweite Punkt, der in dem Vers 10 vorkommt, ist, Agape wird durch Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe. Das ist ein bisschen komplizierter Formulierung, oder? Das heißt eigentlich in der Bruderliebe, das ist das Wort Philadelphia, das ist eine andere Art von Liebe, das ist die zwischenmenschliche Liebe. Also in der Bruderliebe sollen wir Philostorgos sein, das ist das Wort dort. Das wird mit Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe, das ist ein Wort, das Wort Philostorgos wird das übersetzt. Und das Wort ist noch schwierig zu brauchen, weil es nur an dieser Stelle in der ganzen Bibel vorkommt und nie sonst. Da haben wir nicht so Vergleich, wie es genau gemeint ist. Aber vom Ursprung ist es so, bedeutet es Herzlichkeit, Innigkeit. Und das ist etwas, was speziell das ist, was zwischen Familienmitgliedern passiert. Also wie Familien miteinander umgeht. Also wenn es so heisst, geschwisterliche Liebe, ist das gar nicht so schlecht übersetzt. Aber ich würde sogar sagen, familiäre Liebe ist noch ein bisschen genauer. Weil es geht auch darum, wie Eltern mit Kindern umgehen. Leute, die wirklich zusammengehören. Also von dieser zusammengehörenden Familienliebe, von dem soll unsere Gemeinschaft geprägt sein. Es geht um die natürliche Liebe, genetisch bedingt durch verwandtschaftliche Bande. Es will sagen, wir sollen uns so behandeln, wie wir unsere eigene Familie behandeln. Mit der gleichen Verbundenheit, Loyalität, mit der gleichen Verpflichtung, wie wir unsere eigenen Kinder entgegenbringen. Und das ist eine Kraft, die gewaltig ist. Weil wer in dieser Liebe drin ist, hat ein unglaubliches Nest, einen unglaublichen Schutzraum. Aber das ist recht schwer und das ist eine romantische Vorstellung, uns alle so zu behandeln, wie ich meine Kinder behandle. Ich merke, das ist nicht ganz so einfach in der Praxis umzusetzen, aber es muss uns bewusst sein, dass das die Forderung ist, die Paulus hier stellt. Zu dem lädt er uns ein. Und im Vorbereiten bin ich auf einen Text gestoßen in der Evangelien, wo natürlich irgendwie dort reingehört und wo ich so für den letzten Teil von dieser Predigt möchte teilen, wie es mich einfach bewegt hat. Das ist in Markus 3, Vers 31 bis 35. Das ist so meine Provokation zum Dessert. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Und da sind jetzt die biologischen Geschwister gemeint. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum. Als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Als ich so in der Predigtvorbereitung war und das gelesen habe, habe ich in allererster Linie mich korrigiert gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich bitte das gar nicht. Ich würde es nicht machen. Ich würde nicht so handeln in dieser Situation. Wenn ich dort wäre, dann würde ich mich um meine Familie kümmern. Ich würde ihnen den Vorzug geben. Das ist meine emotionale Realität und Konfrontation mit dem Text, dass ich merke, dass ich nicht an dem Punkt bin, wo ich das machen würde. Und dass mir das auch immer wieder so geht, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, das Gefühl, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo die biologische Realität wichtiger ist, wie die geistliche Realität, wo Jesus eigentlich unendlich unmissverständlich klar macht. Und mir ist auch klar, dass das nicht ein einfaches Thema ist und ich selber auch nicht eine klare Antwort habe, weil die biologische Familie ist unendlich wichtig, auch in Gottes Augen. Wir können nicht irgendwie jetzt billig und kitschig sagen, das gibt es nicht mehr oder das hat keine Rolle mehr.
Aber es hat mich herausgefordert, über das nachzudenken und mir bewusst zu machen, dass ich selber ein Mensch bin, der kategorisiert. Der eine Grenze zieht zwischen Menschen, die zu meiner Familie gehören und anderen, die nicht dazu gehören. Und dass mit dem meine Liebe, die ich zu meiner Familie habe, zu meiner Frau und meinen Kindern und meinen Eltern, dass die Liebe fast zu einer Waffe wird, wo ich Menschen ausgrenze, weil ich einfach diesen Teil eingrenze. Und ich merke, ich will ja nicht, dass meine wunderschöne familiäre Liebe etwas wird, die für jemand anders eine ausgrenzende, ausschliessende Wirkung hat. Ich weiß nicht, wie es denen geht, wo Sonntag für Sonntag in die Gemeinde kommen und nicht einen biologischen Rückhalt haben, eine Frau oder Kinder oder Familie, sondern die allein hierher kommen und nicht die Sicherheit haben, die ich mitbringe. Aber vielleicht lohnt es sich mal, bei denen, die wir kennen, die es so gut nachzufragen, wie das ist, in einer Gemeinschaft zu sein, die biologisch doch einfach einen hohen Stellenwert hat. Ich habe mich korrigiert gefühlt. Ich habe mich durch das Auseinandersetzen mit diesem Text in Frage gestellt gefühlt. Und das ist nicht nur schlecht gewesen, das ist gut gewesen. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass in dem, was mit mir passiert, auch ein feines Abdrucken passiert. Wo ich merke, jetzt druckt mich etwas, macht mich etwas klein. Und dass das auch nicht das ist, was der Text will bewegen. Und dann habe ich zum Glück noch ein paar Tage Zeit gehabt vor dieser Predigt. Und dann ist noch so der nächste Gedanke Triggerei, Grift, ein anderer Geschmack. Nämlich, dass in dem Text von Jesus, der Geschichte, die Jesus hier erlebt, noch mehr drin steckt, dass es eine Verheißung eigentlich beinhaltet. Und dass der Text eigentlich nicht das Ziel hat, uns zu kritisieren ab unserer unmenschlichen biologischen Bevorzugung vor der geistlichen Familie, sondern dass der Text in allererster Linie ein Zuspruch Gottes ist an uns alle. Du gehörst dazu. Jesus ist der, der vorne steht und sagt, du bist Teil von meiner Familie, ich nehme dich auf und es gibt niemanden, der wichtiger ist als du. Und ich, also jetzt rede ich, Jesus sagt, auch meine biologische Familie, auch meine Herkunft ist nicht mehr wichtiger, als du das bist. Er hat das umgesetzt. Und für mich ist so die Entlastung zu merken, dass in dieser Szene, die wir hier sehen, dass meine Rolle nicht die ist, jetzt bin ich vor allen Leuten so wie jetzt, also es ist ja gerade so etwa das Setting und jetzt muss ich das wie Jesus machen und sie, sondern meine Rolle als Kind Gottes ist auch eine von denen, wo da, es heisst da im Text, dicht gedrängt vor Jesus gesessen ist. Schultern an Schultern verschwitzt und wahrscheinlich haben sich die Zuschauer, also versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht schön gewesen, so im Staub sitzen und sich nicht können bewegen und nicht können schnaufen. Und es hat wahrscheinlich noch gestunken und geschmeckt und und ich bin dort und Jesus ist vor mir und er spricht uns allen zu, die versuchen, irgendwie Brüder und Schwestern zu sein miteinander. Jesus sagt, und ihr seid meine Familie. Und ich kann das jetzt so als einer von vielen Brüdern, wo manchmal sich mehr stört, ab dieser Enge und Nähe und so. Ich kann sagen, ich möchte mithelfen, aber ich muss das nicht machen. Das macht Jesus. Das hat Jesus möglich gemacht. Das ist sein Geschenk an uns, dass wir dazugehören zu seiner Familie und dass diese Familie das Allerhöchste ist. Höher und stärker wie alle anderen Verbindungen, die es gibt. Ich möchte euch einladen, jetzt unter diesem Zuspruch, du bist Kind Gottes, du gehörst zu seiner Familie. Unter diesem Zuspruch jetzt nochmal in die beiden abschließenden Lieder von dieser Anbetungszeit kommen und einfach mit dem Gedanken nochmal vor Gott zu kommen. Und vielleicht ist das auch der Moment, wo ihr merkt, dass der Zuspruch eigentlich negative Gefühle auslöst, dass das stresst und dass das weit weg ist von der Realität, die ihr empfindet, dann möchte ich einladen, auch in dieser Zeit einfach nochmal hinterher zu gehen und ins Gebet zu gehen.
beim Segnungsteam zu sein und sich das einfach nochmal zusprechen zu lassen. Ich brauche den Zuspruch. Ich fühle mich nicht als Teil von dieser Familie. Oder vielleicht sogar zum ersten Mal sagen, ich möchte Teil von dieser Familie werden. Ich möchte Kind Gottes werden. Ich möchte, dass das Realität wird. Und im Moment ist es nicht so. Dann nutze doch die letzten beiden Lieder, um einfach euren Weg mit Gott einen Schritt weiter zu gehen. Das, was jetzt da ist. Seid gesegnet, ihr bemitten von uns an sein Herz.